Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge in Thüringen. Wir beginnen unseren Tag mit uns, unserer Arbeit hier in Thüringen mit Tiereversorgung. Wir haben bis zum zweiten Mittag. Einige sind noch. Und hier müssen wir Tiere versorgen. Das erste mit Wasser. Das ist relativ einfach. Wir drehen den Wasserhahn auf. Das machen wir jetzt an anderen beiden Stellen auch. Und dann werden wir mal sehen, ob wir Futter besorgt kriegen. Und des weiteren Stroh. Und sagen eigentlich vor. Jo. Und sauber machen wir natürlich, ne? So. So ein Traktor mit unserem Kehrbesen. Den macht am besten sauber. Nebenbei können wir gleich den Schnee räumen. Ein bisschen nicht genug. Ja, das ist heute ein neuer Tag. Ne? Montag und allen schönen, schönen Wochenstart. Ja, bei mir beginnt auch die Woche neu. Arbeitsreich. Aber das ist egal. Wussten wir vor, ne? So, na gut, die Kehrbesen finde ich jetzt nicht. Da muss ich irgendwo stehen. Wir nehmen den Traktor mit Futter, der Futter vorgesehen ist. Kippt man den Schnee ab, die 4% oder gut, diese 4, weniger als Prozent. Schnee war nicht da. Dann meckert der andere mit dem Auffüllen. Naja, viel Wasser nicht gewesen. Dem Auffüllen von Futter. Im Winter haben wir nicht so viel Arbeit. Das ist ja ein bisschen der Nachteil bei der Thüringenkarte, da ist nicht so viel zu tun. Fällt mir nicht. Aber wir haben ja genug Tiere, wir haben ja Futterherstellung, das werden wir alles wieder befüllen. Heute habe ich den globalen Markt aktiviert. Lenken wir auch wieder. Keine Federung. Das heißt mal ganz kurz, muss man ganz kurz aktivieren, das heißt Stecker ziehen und wieder einstecken. Das sollte eigentlich schnell gehen. Beim Spielstart ist das immer wieder dasselbe. Aber so oft, dass es da im Lenkungsprinzip die Federung komplett rausgeht. Ich habe jetzt auch schwer. Aber das macht nichts, besser wie zu leicht. So leicht ist ganz schlecht. Wir füttern erstmal fleißig. Platzieren wir irgendwo unseren Kehrbesen. Also im Feld. Aber nicht genau wo. Bestimmt zwei, drei Mal fahren für diesen Stall. Hier haben wir auch viele Kühe, ne? Also Milchkühe. Also die Kälber, die jetzt hier kommen würden oder kommen, die werde ich umstellen. Muss ich mal schauen. Das ist ein Plus, das notwendig ist heute. Der Anhänger wird schon voll werden. Dieser ja, steht etwas ungünstig, sagen wir so, ne? Muss ja eine neue Karte kommt, entsprechend anders einplanen. Haben wir eigentlich die zweite Hälfte vom Dezember, schätze ich mal ganz grob, was dann mit dem frühen Winter gemeint ist. Und da ist ja bald Weihnachten, ne? Gut,
Bei uns ist es ein bisschen länger noch. Wir haben gerade mal Sommer begonnen. Der Sommeranfang, meteorologisch gesehen. Ist ja noch nicht so weit. Also, Quatsch, meteorologisch schon, aber kalendermäßig. Und daher ist es ein bisschen lang hin. Also, ein Baum steht jetzt hier nicht auf, ne? Und uns ein frohe Weihnachten, wenn es so weit ist. Ach, schon alle. Na gut, hier, die brauchen ja nur am. Ganz grob. Ich hätte noch einen Tag warten können. Oder kehre hier? Nö. Die fahren wir jetzt gleich. Zu unseren Kälbern. Weiblich, also die weiblichen Kälber und die männlichen Kälber. Leute hier. Da fahren wir rein. Die hatten ein bisschen Plus immer genug gehabt. Mal schauen, ne? Also, ich hatte ja vorher die anderen Kühe drin gehabt und dann war es irgendwie nicht ganz in Ordnung. Also mit deren Fütter und so. Mittlerweile soll alles okay. Ich habe hier eine Zähldatei ausgetauscht. Der wird im Forum runtergeladen. Und seitdem kann ich im Gang füttern und im Gang streuen. Wir fahren jetzt zum Lager und geben den Restfutter ab. Und werden dann entsprechend Stroh mitnehmen und dann streuen. Und dann müssen wir abgehen. Beziehungsweise die Hülle ist abgehen. Und vielleicht noch zum Aufnehmen. Heiß. Prozessortechnisch. So. 83%. Was tut der jetzt? So, Station nicht. Wir wollen. Ja, so. Ich habe einfach Strohballen im Lager, also als Ballen direkt in der Halle gepackt. Und die werde ich nur nutzen, wenn zum Beispiel Mischfutter was braucht. Ansonsten müsste ich mir die Ballen da reingeben und dann da rausgeben. Also das geht auch. Mischfutter herstellen müssen wir heute auch einiges fahren. Silage auf jeden Fall und Heu. Das machen wir dann gleich im Anschluss, wenn wir die Gärten haben. Ne? Gärten wollte ich auch noch. Schauen wir, was Stroh einkriegen, ne? Das sah so leer aus hier. Na, siehst du. Wieder voll. Auf zum nächsten Stall. Na, das wird nichts. Immerhin Probleme. Keine Ahnung warum. Tür zu klein und Traktor so groß. Bin eher ungeschickt deswegen. Da haben wir das schon.
Das Symbol habe ich gewartet. Na, das war ja gerade Rauschen hier. Gut, das sind 10 Tiere, davon vergessen wir nicht so viel. Und das sind ja auch noch Kälber, dass das Next Season schon, dass da Tiere nicht so viel brauchen. Ne? Genauso hier rechts. Jetzt können wir gleich mal gucken, wie das passt. Kurz müssen wir auf jeden Fall. Da gab es keine Kälber. Das ist okay. Sauberkeit muss gemacht werden. Machen wir gleich. Der Gras ist ein bisschen komisch, aber gut. Dann haben wir hier unseren Bereich der weiblichen Tiere. Da ist noch eine Kuh drin. Oh je, drei. Mal sehen, dass ich das rauskriege, die Kuh. Beim nächsten Mal, wenn ich fahren wieder. Unsere männlichen Tiere sind fleißig dabei. Nein, da muss schon eine 8 vorstehen, ne? Ja, die haben jetzt auch genug, auch kurz muss ich auf jeden Fall. Ja, Stroh haben sie jetzt. Jetzt fahren wir entsprechend zurück. Mal gleich mal sehen, dass wir jetzt sofort putzen. Und dann werden wir gleich mal Heu und Dings reinfahren, ne? Die Lage. Die Mischfutter, die wieder herstellen können. Das wäre. Nee, ne? Einer mal eine Flex, das Rohr absägen. Wo ist also unser Kehrwesen? Das muss man ja wissen. Hat hingestellt. Hat hier jemand diesen Verstecken gespielt? Stroh wollte ich da nicht. Ich wollte Stroh warten können. Und zwar. Große Lager. Ja, der Schnee ist glatt. Wir dringend räumen. Weil hier wollte ich nicht reinfahren, da wollte ich die Ballen reinkippen. Also die Ballen aufstellen und dann angenommen. Dann baut die extra sehr klein an, weil streuen. Das ist ja Wusel. Gucken, wenn man mit Dings geht, mit festen Ballen und dann aufreißen irgendwie. Könnte sein. Aber ich weiß es nicht genau, deswegen probieren wir gar nicht erst. So, fahren jetzt noch zur Heutrocknung und holen nochmal Heu. Denn da ist immer noch Gras vorhanden zum Trocknen. Das heißt, hier im nächsten Jahr werden wir kein Heu machen. Das ist nicht notwendig. Silage übrigens auch nicht. Wir werden uns am Anfang, ja, zum Anfang. Weil ich habe ja geplant, zum Anfang. Wir müssen den Schnee wegmachen, den Rutsche hier. Ich habe ja geplant, die Wiese 38 im Frühjahr, sobald das möglich ist, mit Mais auszusehen. Das heißt, kuppern, Mais rein und dann irgendwann Mais ernten auf Körnermais. Aber ich würde ganz gerne vorher noch das mit dem das Gras und Ernten. So, auch nur als Heuballen oder als Silageballen, das ist immer egal. Das weiß ich nicht genau. Mein Heulager zu bauen ist kein Problem, also mit Ballenlager, ne? Das ist ja Klacks, ne? Noch Gras drin, 330.000. So, mal durchschalten, ne? Wo ist das Fahrzeug? Da ist es doch schon. Ja, hier hatte ich probiert, in der jetzigen Folge mit zwei zu machen. Es geht leider nicht. Also ich will vorne die Beine sehen, die runterdenken lassen, separat. Ich kann zwar beide zusammen runterdenken, bringt aber nichts, dann arbeiten wir nicht mehr. Ne? Und das war ein Versuch. Ich sag mal, es war ja keine große Kosten. Ist ja nicht teuer. Also ich kann nur ein bisschen gucken, dass wir einen Abbau kriegen. Und anderen auch gleich. Das ist ja egal, brauchen wir nicht. Und Abbau.
Weil wenn funktionieren die beide im Prinzip als Einzelne. Im Grunde. Dann geht's, ne? Weil dann kann ich den Boden berühren. Ich nutze mal gleich mal den Weg hier auf Strecke und dann gleich im Tal, wo die Kühe den Dreck gemacht haben. Ne? Dann fahren wir auch gleich weg. Das Ding löscht mit den mal ein Feld erstellt. Und das Feld, ein Gefällt ist so, dann kann man das Feld natürlich dann löschen. Ne? Also diese Nummer halt noch anlegen. Da muss ich Bürste. Die Bürste macht halt alles sauber. So, Zuschauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sage euch vielen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mir tschüss und ciao. Ja, morgen geht's weiter. Vielen Dank. Tschüss. Ja, auch so schnell.